Willkommen zurück zu The Walking Dead von Telltale Games. Ja, wir befinden uns immer noch in diesem kleinen Bunker. Ich vermute mal Kühlraum, Lagerraum, irgendwie sowas. Wir haben in der letzten Folge den Vater von Lilly sozusagen getötet oder ermordet. Beziehungsweise Kenny war das. Hat Larry gekillt, weil er einen Herzinfarkt hatte und sich eventuell verwandelt hätte. Boah, was ist denn jetzt gerade los? Bisschen mehr konzentrieren jetzt hier. So, wir müssen jetzt hier raus. Clementine geht soweit in Ordnung, aber wir müssen jetzt trotzdem hier raus und ich habe eine Vermutung, wie. There ought to be an air duct behind this unit. Maybe big enough for one of us to fit through. I don't know, Lee. Seems like a long shot. Does the air conditioner come off? I think I could take it off if I had something to remove the screws. The multi-tool. Of course they took it. Shit. Maybe there's something else we could use. I've got a rock. A rock won't help. But a coin might do the trick. Do you have a coin? Uh-uh. If we can remove these screws, the AC should come down easily. Vielleicht geht das hier irgendwie so? Ne, natürlich nicht. It's not coming off that way. Okay, wir brauchen irgendwas zum Schrauben. Hat Kenny vielleicht irgendwas zum Schrauben? Mal fragen. If the duct behind the air conditioner is big enough, we might have found our way out of here. Yeah? But I need something to loosen the screws. I got nothing. Shit. Hang tight. Maybe I can scrounge something. Wo soll er denn sonst warten? Achso, ich war gerade irritiert. Das Geräusch hier kommt von hier. Hat die vielleicht was? Lily, I'm sorry. Don't talk to me, Lee. Don't fucking talk to me. I know you hate Kenny and me too. But he did what he had to, so we can all go on living. For what? He's got his family. And you've got Clementine. I've got nothing. You've left me with nothing. I think I may have found a way out of here. But I need something to remove the screws on the air conditioner. If you had something I could use as a screwdriver, a coin or something. No. What about him? Look, I know this is a terrible time for it, but back at the motor inn, Larry mentioned something about keeping coins in his pockets. In other words, my father's more useful to you dead than alive. If he was alive and had the key to getting us out of here, do you think he'd keep it to himself? What do you want? My blessing to loot his corpse? Your permission. Do what you have to do. Vielen Dank. Der alte Sack hätte uns die Münzen eh nie gegeben. Boy. Boah, sieht das krass aus. Any idea which pocket he keeps his change in? Fucking vulture. Boah, ich würde die alte so erst am liebsten mit dem Kopf gegen die Wand hämmern. Ohne Scheiß. Boah, geht ihm auf den Keks. Two quarters and a dime. Oh, direkt beim ersten Versuch. Screws and get this unit off. Okay, so. Da versuchen wir es mal mit der Münze. Ah, geht doch. You got it? Yeah. One more should do it. So, jetzt noch die eine hier und dann sind wir hoffentlich auch schon schnell hier raus. Ich dürfte auch langsam mal dem Ende zugehen. Das habe ich vor zwei Folgen schon gesagt. Our way out, Lee. Looks like it'll probably lead right into that back room. It's too small for us to fit through. I can do it. You know you don't have to do this, right? I know. I just want to go home. This'll help us get back home. Okay.
You're gonna be fine. What do I do when I get out? See if you can get to the other side of that door and open it. For God's sake, Lee. Didn't even get to say goodbye. Get in here. I got an idea. Stay here. Take care of Lily, okay? I will. Ja. Bin ich mal gespannt, wie es hier weitergeht. Boah, Spannung. Human slaughterhouse. Ja, das wissen wir, ne? Was ist das? Ah, cool. Eine Sichel. Oder Kurzsense, wie auch immer man das Ding nennen will. Krass. Was? Nein. Ich will die Sense behalten. Die ist cooler. Ich weiß nicht, warum ich gerade so flüster. Vielleicht um die Stimme nicht zu ruinieren. So, wir sehen uns hier nochmal ein bisschen um. I think I'm gonna be sick. Wenn ich erkennen würde, was das ist, dann würde mir wahrscheinlich auch schlecht werden. God, what's wrong with these people? Draußen regnet es. Clementine through there. This room would give anybody nightmares. Naja, besser Albträume als zu sterben, ne? Okay, wir haben jetzt einen Elektroschocker. Vielleicht hilft er ja uns. Jesus, this is where they butcher people. Sick bastards. All of them. Das stimmt. Was haben wir da oben? Eine Kassette oder irgendwie sowas? So, ich bin jetzt am Überlegen, soll ich den Elektroschocker behalten oder soll ich lieber die Sichel nehmen? Ich bleibe jetzt erstmal bei dem Elektroschocker. So, wir reden jetzt mal mit Kenny. So, what's the plan? That dumbass is so caught up in his own rant that we could probably sneak right up on him. Just stick behind me in case anything goes down. When we get to the front, grab his gun. Sounds good. Okay, you ready? Okay, ich würde sagen, wir machen jetzt weiter. Yeah, let's go. Stay close. Die Tür müsste eigentlich quietschen, aber naja. Ich kann nicht nach links oder rechts gehen. Dad, what are you doing outside the barn? Oh shit. Just guarding the place, like you said. Well, we're sitting out in the rain like a damn deer, though. Mama says we can't keep that many folks alive and not expect trouble. Pick one to keep and kill the rest. Can I pick which one to keep alive? Not the kid. Not enough meat on the tray. What's he doing out there? I don't know. Baby. This is my favorite part, too. When I let one think they can just walk right out. Yeah, good. Keep it simple. As soon as he passes us, we can jump in from behind. See what he's doing now. What's he doing now? Gucken.
Ich sehe gar nichts. Das ist nicht so toll. Where is he? Mal sehen. Take him. I don't see him anymore. Where the fuck did he go? I don't know. Look again. He didn't go past us. See where he is now. What? What? Nee. Oh, Leute. Nee. Hab ich mich jetzt erschreckt? Oh. Damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Ich soll mir die Waffe schnappen. Aber so schnell ist der Cursor nicht. Also nochmal. Yeah. Okay. Haha. Where's my family, asshole? You can't have them. We need the vet. No! Can't! Lee, come on! Just go. I won't be far behind. You see? You understand now, don't you? You can have me. It's how the world works now. Give part of yourself so others can live. Mark never volunteered to be food. You gotta keep me alive. If you kill me, the meat gets tainted. You can't eat it. You're already tainted. You ain't gonna kill me. Just like he didn't kill Jolene. You don't have what it takes. Fucking coward. Also, dass ich Larry hab töten lassen, weil er ein Arschloch war und weil er sich eventuell verwandelt hätte, okay. Ist eine Sache, aber solche Leute sollten niemals leben. Warum ruckelt denn das jetzt so? Warum muss die Göre immer dabei sein? God, no! Katja! Just go. I'll keep Clementine safe. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Charlotte mitgenommen. Was? Ein Erfolg? Hä? Was? Diese Erfolgeinblende sind total nervig. Ich muss mal gucken, ob ich die irgendwie deaktivieren kann. Das geht mir so auf den Keks. Kenny! Lee? Ow! Shh! Is everyone okay? We heard screams as we were coming up to the house. They attacked us! I knew it. I told you we couldn't trust them. Shit! How many of them are there? Two left. Where? Larry's dead. They chopped off Mark's legs and tried to feed them to us. Shit! Is everyone else okay? They've still got Doc and Katja in the house, and I don't know where the fuck Kenny is. All right, we're coming in to help. The main gate is too dangerous. Go around the fence and see if there's a back way in. I'll keep looking for Kenny. Do you have a weapon? I don't leave home without it. Ben, stick close. And Lee, be careful. Fine.
keine Ahnung, warum das so ruckelt. Das ist total merkwürdig irgendwie. Und ich sehe gerade nix. Achso. Der geht automatisch den Weg. Andy? Danny, is that you? What's going on out there? Yeah, it's me. Oh, God. Scheiße. Come here. Let me go! Lee, get back! Don't come in here. You just had to go snooping around, didn't you? Let her go, Brenda! Was? Achso. Please! Please don't you take another step! Britt, come on now! You know you don't want to do this! Just go away and leave us be! Kann ich irgendwas machen hier? Also ich kann näher kommen. Das ist aber jetzt ein bisschen scheiße, weil... Das ist die Tierärztin, ne? Oh Gott, das kennt... Ich weiß jetzt genau, wie es ausgeht. Wieso werde ich alle Nase lang erschossen? Wieso? Wieso werde ich alle Nase lang erschossen? Verdammt, was ist mit den Leuten kaputt? Ja. Na gut. Da machen wir diese Folge auch noch ein kleines bisschen kürzer, weil das gerade so ein passender Cut. Ich brauche erstmal eine kleine Pause. Und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Also, bis dann. Tschüss. Oh Mann, ich werde dauernd abgeknallt. Das tut doch weh.